Egal. Wir haben gewonnen, das heißt, er verkriecht sich wahrscheinlich gleich wieder in seiner Burg da. Da ist auch gut. Und Dio läuft in der Zeit noch ein bisschen ins Gras. Komm schon, du musst da was finden. Da muss es was geben, Junge. Na los. Finde was. Kann er noch irgendwo hin hier? Ja, hier hin. Na los, komm, irgendwo muss doch noch was liegen. Ich finde ja auch noch ein wildes Tier, was er töten kann, ist auch immer ganz gut. Wenn man nachträglich die Umgebung untersucht, findet man wenigstens gehäufter Tiere. Das nehme ich mal an, soll auch gewissermaßen logisch sein, denn wenn überall Truppen sind, verjagen die wahrscheinlich Tiere oder sowas, keine Ahnung. Das braucht noch ein Camp, ey, du Lutscher. Hat eh nicht mehr viel Kraft, der Typi. Das schicken wir noch dahin. Vielleicht findet er noch irgendwas. Was? Du sollst da oben hin, oder nicht? Dann gehst du halt noch darauf, so. Und gleich haben wir es. Oh Mann, ich glaube, es ist eine Stunde rum, denn mittlerweile brummt mein Kopfhörer. Was heißt, dass die Xbox ausgegangen ist? Weil die brauche ich mich immer, damit ich überhaupt Ton habe. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Naja, gut. Tut mir leid, Leute. Ich habe mich verschätzt. Egal. Es gibt auch überall geheime Super-Special-Items. Puh, jetzt habe ich das Brummen auf dem Ohr, aber egal. Oh ja, wir treten erst gegen die an. Die haben sich erholt im Lager. Das heißt, die haben wahrscheinlich ein Heilungs-Item benutzt. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn der ist jetzt weg. Jetzt haben wir nur leider keinen überspringenden Funken mehr, weil die jetzt natürlich sehr weit auseinander stehen, aber na gut. Nicht so schlimm. Und reicht's vielleicht sogar? Nee, schade. Schade, schade. Wahrscheinlich wird nach deren Angriffen der Kampf enden, was ein bisschen blöd ist. Nee, sie greifen sogar nochmal an, natürlich. Jetzt wird das Spiel ganz, ganz fair. So, jetzt werden die wahrscheinlich weggeschleudert und wir haben den M-Kampf nochmal. In Hoffnung, dass wir ihn diesmal gewinnen. Die sind ja wieder aufgefüllt. Was sind das für eine Cheaterei? So, jetzt muss ich da nochmal die Xbox anmachen, weil, oh, sonst fliegt mir mein Ohr weg. Weil diese Triton-Kopfhörer brummen ganz schön laut, wenn sie nicht mit Strom versorgt sind. Oder beziehungsweise mit nicht genügend Strom. Also irgendwie sind sie dann schon an und funktionieren, aber nicht genug. So, also anscheinend haben die in ihrem Lager da irgendwie Heilungs-Items rumliegen, denn anders kann ich mir das gar nicht erklären. Aber ist nicht so schlimm. Wenn ich jetzt hier nochmal, genau, so, vielleicht reicht's ja. Perfekt, einer weniger. Den können sie dann schon mal nicht heilen. Der Hauptheil, der ist ja auch ein schlechter Witz. Gut. Wir haben verloren, das ist nicht weiter tragisch. Denn wir rennen jetzt einfach wieder drauf zu und dann ist das alles kein Problem. Aber wir können ja versuchen, uns den da zu schnappen. Vielleicht kommen wir da ja noch ran. Das wäre ja was. Nee, kommen wir nicht, er rennt rein. Okay, er ist da und auch da gibt es nichts zu holen, das ist sehr traurig. Naja, irgendwann werde ich schon so ein Evil Pumpkin haben und dann wird es noch lustiger. Zumal die Attacke auch sehr cool aussieht von denen, das muss man auch sagen. Die haben zwar wenig Leben, aber das ist nicht ganz so wichtig, weil wenn die hinten stehen und der Gegner nicht nur Magier, dann geht das ja auch irgendwie. So, super Angriff. Oh, natürlich. Das ist doch... Das Spiel misst das doch genau ab, dass das übrig bleibt. Das kann gar kein Zufall sein. Ja, hier, nix da. Alles schön geblockt. Zack. Erledigt. Geheilt. Und eliminiert. Noch einer weg. Schade, dass sie nicht den da rechts oben zuerst angreifen, weil der ist ein Erfahrungspunkt, den ich auch noch gehabt. Und wir verlieren nochmal, natürlich. Was sonst? Vielleicht kriegen wir aber auch den Typen dazu, dass er sich uns anschließt. Das wäre ja auch was. Hätte ich nichts dagegen. Ja, ich weiß, du bist an der... Also wir haben den Gegner ganz schön umzingelt. Das ist gut. Da unten ist, glaube ich, auch nichts los weiter. Ja, nö, perfekt. Stellt euch vor, da würde jemand einen Überraschungsangriff auf uns ausführen. Das wäre richtig mies. So, kommen jetzt nochmal hier die Vorhüter.
Jawohl. Also gegen Ende dauert es sogar ein bisschen länger, witzigerweise. Weil am Anfang haben wir mal ihre ganzen Vorboten. Und die greifen wir alle schön an und attackieren und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und am Ende, komischerweise, verliert man viel öfter gegen den Haupt-Tiny, warum auch immer. Vielleicht ist auch so eine Vorsorge, dass man dann nochmal seinen Charakter heilen könnte oder so. Das kann durchaus sein, ich weiß es nicht. Aber egal, der ist jetzt weg, wir freuen uns über die Erfahrungspunkte. Wie gesagt, da steht immer nur 2, aber eigentlich sind es mehr. Das können keine 2 sein. Und wir kriegen nochmal so ein Ding. Yes. Perfekt. Das heißt, ich kann bestimmt irgendwie so ein Heini wie diesen Haupt-Heini da nachbilden. Was ja ganz cool ist. Und tschüss. Kampf erledigt. So ist es auch eine gewisse Situationskomik. Und tot. Das ist mal witzig, ja. Sie sind mal so am Sterben und dann hauen sie noch einen philosophischen Satz raus. Ja. Jetzt, ihr habt die Stadt zwar übernommen, aber sie ist einfach nicht mehr dieselbe. Ja. Seht euch um, denn sie haben jetzt die Freiheit genossen. Und dann traue. Niemandem. Und er fällt tot um. Oh, 3000 Leute. 3000. Und diese Maske. 3000, ey, davon kann ich super trainieren. Bam. Das wird richtig fett. Es gibt noch eine Zwischensequenz. Ach der Yumiel. Ja, die denkt tatsächlich, dass die westliche Division mit uns mithalten kann. Egal, ich hab Diktators M. Ah, das sind auswärtige Truppen. Vom Lodes Empire. Ach, jetzt streiten sie darum, ob man auswärtige Truppen benutzen kann. Jetzt streiten sie sich, aha. Ja, ich bin in der Revoluzzer-Armee. Der Vater hat es verschwiegen, dass wir übergetreten sind. Und Junge, wir kann es nicht glauben. Okay. Tja, er kann es nicht glauben, dass wir uns gegengerichtet haben. Schließlich haben wir ihn mal hier eskortiert. Tja, jetzt überlegt, dann liegt es an ihm. Ist er zu schwach? Trauen wir es ihm nicht zu. All das erfahrt ihr in den nächsten Folgen, denn hier beende ich das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja eine ewige Folge. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen dabei rausspringen. 5 oder so. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, denn dieses Spiel wird noch lange, lange gehen und ich bin selbst gespannt, wie die Story weiterverläuft. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.